Ja, hallo zum nächsten Video und hier sind wir in der Oberpfalz und es ist richtig klein. Manche fragen ja immer nach kleinen Orten, also familiär. Die haben hier ein schönes Grundstück und mehrere Gebäude waren schon da und bauen auch alternative Sachen auf. Direkt am Waldrand, also hinten ist der Wald, wo ein Stück noch, glaube ich, dazugehört so, und andere, ja, die bewirtschaften das da. Vom Dorf. Ja, und auch Solar gibt es, Spielecke, wie gesagt, Familien, da, die haben Kinder und dementsprechend gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und das in dem Raum ist Kreativität, da kann man alles Mögliche malen und entdecken. Ja, hintenrum ist dann der Garten, also recht groß. Ja, und da kann man dann, bauen sie verschiedene Sachen an. Ja, das ist das Eingangsgebäude, da schlafen auch manche drin. Da sind noch die Hennen. Wir haben so einen abgetrennten Bereich und ja, hinten gibt es dann verschiedene Sachen. Hier sind jetzt Erdbeeren drin, Büsche, da haben wir auch einen gepflanzt. Versuchen verschiedene Sachen da anzubauen, Bereichen oder testen auch rum. Und da haben wir auch Bäume gepflanzt, auch zum Schatten haben und so. Ja, haben sie so ein Beet gemacht, Hochbeet mit verschiedenen Erden drin und dann gepflanzt. Ja, das ist der Kreativraum dann auch schön und was die alles für Ideen haben und umsetzen. Hinten ist dann noch, da kommen dann noch mehr Büsche hin und ich glaube Haselnüsse, was das sind. Und Kompost versuchen sie auch, verschiedene Arten, ja, mit Heu und so aus der Umgebung, ja, zum Düngen und so anzulegen. Ja, im hinteren Garten auch mit Kräutern und alle möglichen Sachen testen die einfach rum. Ja, so eine Art Gewächshaus mit verschiedenen Pflanzen drin. Also die verschiedensten Möglichkeiten, was anzupflanzen. Den haben wir gepflanzt. Und die Kleinen muss man ja hochziehen. Haben sie so eine Nursery, sagt man hier ja. So eine Baumschule oder wie sagt man bei Pflanzen, Pflanzenschule. Ja, so wurden die hier verschiedentlich eingepflanzt, um auch autark zu sein, um da leben zu können. Aber es dauert auch immer. Die gibt es jetzt auch noch nicht so lang. Also das Garten braucht ja immer Zeit. Ja, auch gemixt mit Blumen und zum Hochwachsen Sachen. Ja, von innen dann der Blick vom Gästezimmer. Da gibt es auch noch einen Plan innen. Also die planen ja auch das und sprechen darüber in den Familien. Genau, und das ist so ein Gästezimmer jetzt, wo ich jetzt war, wo mein Zeug steht. Und ganz normales Zimmer, weiches, schönes Bett. Kann man gut schlafen. Und der Blick raus, ja, zum Garten und zum Aufenthaltsbereich. Gibt es ja noch verschiedene andere Räume. Ja, und da ist auch eine Idee mit Sand da, das Bedecken. Also nicht immer einen Kühlschrank benutzen, sondern das so aufbewahren. Gläser benutzen, ja. Ja, und da gibt es alle möglichen Sachen dazu gekauft oder hier aus der Umgebung, je nachdem. Alles Bio. Ja, und zum Abkühlen im Sommer gibt es noch ein Bad. Da sind die einfach so rein. Ich war noch nicht so ganz fit, ich fühlte mich noch nicht so, dass ich da jetzt ins kalte Wasser gehen kann. Aber ist bestimmt eine tolle Erfrischung. Ja, und dann der Hahn, dass sie nicht hier oben rausfliegen. So ein Gitter drauf. Ja, da kann man es aushalten. Ja, die drumherum sind dann noch viel Grün. Ist nicht viel Agrarkultur. Man sieht es auch von entfernt jetzt. Die Gebäude, das Solar. Und ja, mit den Gästezimmern und dem Haupthaus. Und drumherum, ja, Wald und Wiesen halt. Kleines Dorf, das ist so ein langgezogenes Dorf an einer langen Straße entlang. Und da fährt ja kaum jemand. Also so richtig, wie bei uns früher, haben die Bayern noch da so Ecken. Und das sind wahrscheinlich, oder je nachdem auch, zwei, drei Familien. Je nachdem, wie viele auch dazuziehen mal oder nicht. Das ist auch wieder so ein, muss ich erst kennenlernen und so weiter. Also wenn ihr da wirklich Interesse an so einem kleineren Projekt habt und so und die kennenlernen wollt, geht mal vorbei und oder fragt ihr einfach mal an, also ob und wie. Ja, und die Kreativität, leben die da auch? Schöne Bilder, das Malen ist da toll. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.